Ich habe schlechte Nachrichten. Nein. Toni, sollen wir schnell eine Blitzhochzeit machen ohne alle? Dann könnte Paris sie nicht sprengen. Und wir haben uns heute hier versammelt. Ja, ich will. Ja, was soll ich sagen, Leute? Der heutige Stream wird extrem unangenehm werden, denn ich werde in Minecraft... Ich bin da sehr reflektiert. Heiraten. Ich mache das nicht, weil ich das will, sondern weil ich ganz ehrlich gesagt einfach auf das Geld angewiesen bin. Ich möchte mich an der Stelle erstmal bei allen Leuten bedanken, die hier gerade mit Twitch Prime auf kostenloser Ehrenbruderbasis reinzappen. Da könnt ihr auch gerne mit weitermachen, das würde mich sehr freuen. Dankeschön, Ausrufezeichen Prime in den Chat. Wir gehen jetzt einfach rein, ja? Lass uns einfach später nicht mehr darüber reden, was jetzt passieren würde im Anschluss, der ganze Cringe. Das vergessen wir einfach, ja? Gemeinsam als Community, als Kollektiv vergessen wir das. Ich würde sagen, Leute, wir jumpen rein und vergessen das. Ausrufezeichen Prime. Und wir jumpen rein. Let's go. Auf geht der Hase. So, ich bin noch im End hier. Jetzt natürlich die Frage, wie komme ich hier raus? Wie komme ich aus dem End zurück, Leute? Ich würde mir auch ganz noch Elytras holen gehen, wenn das geht hier irgendwo. Und Schalker boxen irgendwie. Achtung, ich werde angegriffen. Oh, ich werde angegriffen! Achtung, Kampf, Achtung. Und, komm, ja. Danke. Und du stirbst auch, komm. Jetzt natürlich die Frage hier an der Stelle. Wie kommen wir aus dem Kack-End raus, Leute? Ja, keine Ahnung, ey. Leute, wie komme ich aus dem Sch*** jetzt raus, Alter? Nicht, Digga, wenn ich meine Hochzeit jetzt verpasse hier, nach Hilfe fragen. Ja, wer soll mich denn hier retten von den Leuten? Ist ja niemand dabei, der sagt so, ich möchte jetzt den Bräutigam, der sich übrigens extra für den heutigen Stream einen Anzug geholt hat, Leute, ja, also extra einen Anzug angezogen hat, helfen, ja? Das wird ja keiner machen. Aha. So, so. Ja, ja, doch, hier. Mhm. Ja, yeah, genau. Rein in die Olga. So, dann laufen wir einmal hier kurz rüber, nicht? Und dann jumpen wir zurück, Leute. Reeve, Antonia, meine teuerste. Ich habe schlechte Nachrichten. Nein, was? Ich habe heute 2-3 Stunden Crafttech gestreamt, war easy so. Und jetzt auf einmal kann ich nicht mehr zum Server connecten. Nein. Doch, ich habe versucht seit einer halben Stunde über Proxy alles, kann ich mehr zum Server connecten. Moment. Antonia. Ja. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es geht nicht, ne? Ich weiß. Nee. Du willst nur nicht heiraten, deshalb, ne? Doch, ich will heiraten. Ich will ja. Ich probier's dann schon aus. Ich habe schon einen Homie geschrieben. Ich habe extra einen Anzug an. Ich habe mir auch was Schönes noch gemacht. Hab ich ja schon geschickt. Du rennst bei mir sogar hier rum, Antonia. Echt? Siehst du mich? Ja, ich lag. Kriegst du gerade Schaden? Oh. Nee. Aber du siehst gerade, wo du bist, oder? Ich bin gerade bei der Hühnerfarm. Ja, das ist doch alles gut. Aber ich sehe dich nicht. Warte. Also ich kann abbauen, aber da droppt halt nichts. Wo bist du denn gerade wieder? Vor der Hühnerfarm. Nee, das sehe ich dich nicht mehr. Jetzt hier, ich sehe dich. Das funktioniert. Ich sehe dich nicht. Ich bin vor der Hühnerfarm. Nee. Warte, ich gehe nochmal weg. Ich sehe dich nicht. Du bist unsichtbar. Du bist auch bei mir nicht auf dem Server drauf, lol. Jetzt bin ich disconnected schon. Ich muss Earlybar anrufen, das geht nicht. Die Hochzeit darf nicht verschoben werden. Ich habe jetzt halt einen Anzug an, Antonia. Es kann nicht sein, dass die Hochzeit jetzt verschoben wird. Ja, das kann ist ich wär, nicht sein. Alter, ich, Frank, der Weddingplaner, alles ist da. Naja, Antonia, das ist jetzt echt gerade Horror für mich, ne? Ja, ist absolut kacke. Aber jetzt funktioniert's, oder? Jetzt grabe ich eine stabile Verbindung. Vielleicht ist es wieder gefixt. Vielleicht hat Homie irgendwas gemacht. Aber es geht auf jeden Fall wieder. Kein Plan warum, aber gerade geht. Ja, was wir nicht haben, ist ein Pfarrer, ne? Colin? Ja, habe ich auch schon gewundert. Der Vater der Braut und der Pfarrer? Ja, ja. Du bist ja sehr gläubig. Das, das stimmt. Wissen die Leute ja auch von dir. Ja, bist ja auch immer der Einzige, bekannt. Der immer regelmäßig zum Gottesdienst geht. Gut, Antonia, Flitterwochen, ne? Ja. Wollen wir da, ich habe da so einen Widerstand mal gegründet, so einen Outpost. Wollen wir da ganz entspannt Flitterwochen machen? Das können wir mal. Ist da schön? Ist da warm? Ja, ist sehr ist schön. Schön. Ja, ja. Ja, wenn es da schön ist, dann auf jeden Fall. Gibt auch nur eine Maximalbesteuerung von 13% auf künstliches Einkommen. Okay, doch. Oha, als ob. Was denn mit meinem Haus, Leute? Ich gehe jetzt dahin, mein Gott. Ach so, wir sollten vielleicht mal... Unter der Kirche kontrollieren, ne? Ja, hier ist auch ein... Ich sehe gerade einen Kobbelweg. Ja, lass mal gleich alles abchecken. Mein Haus ist doch komplett safe, Leute. Was ist denn euer Problem? Och, mein Gott, ja. Hier ist schon wieder irgendwelcher Bambus gepflanzt bei mir im Haus, Alter. Ich gucke jetzt mal unter die Kirche, ob da was ist. G-Tem, Romatra, spielt Terraria. Die sollen mal lieber hier in Minecraft reinkommen, Leute. Die verpassen ja alles. Toni, sollen wir schnell eine Blitzhochzeit machen ohne alle? Dann könnte Patrick sie nicht sprengen. Ja, das stimmt natürlich. Und dann weiß halt keiner, dass wir eigentlich schon verheiratet sind. Das heißt, wenn er das dann sprengt, dann ist uns einfach egal, weißt du? Wir machen standesamtlich im Weißen Haus und dann später in der Kirche. Kirchlich. Boom. Colin, bist du ready? Schnell ins Standesamt, komm. Okay, ich komm. Wo, zur Kirche? Okay, geil, okay, Mann. Colin, du bist der Mann. Moment. Nee, Standesamt muss doch nicht so krass sein. Doch. Ja, aber so ein bisschen. Ob wir aufgeregt recht beide sind, das ist so süß, beide sind verheiratet. Meine Tochter und Revi. Es ist Klopapier. Look at this dude. Ja, aber hochwertiges, dreilagig. No. Also ich habe ja wirklich, tatsächlich gerade einen Hugo Boss Anzug an. Ich habe auch was an.
Ich habe auch was an, ja. Achtung, Skin auswählen. Disconnecten, Launcher schließen, Launcher neu starten. Standesamt-Hochzeit okay. Jetzt. Patrick kann okay. Das nicht aufhalten, Leute. Wir haben schon mal ganz schnell im Standesamt geheiratet. Das kann Patrick nicht machen. Schnell. Bin auf Antonia, Weg. Schnell. Ja. Bin gleich da, Freunde. Warte. Patrick kommt, Achtung. Echt. Hier, Colin, stell dich hier hin. Antonia! Ja, ich bin da, ich komm. Moment, Romantic Copyright Music. Und wir haben uns heute hier versammelt, um den wunderschönen Revinstide und meine wunderschöne Tochter Reeft zu trauen. Ja. Ich mach nur die Und wir zu. Gehen mal den ganzen Viertelfans vorbei. Ja. Wollen Sie, die hier Stehende, Reeft zu ihrer Frau nehmen? Und wollen Sie, die Anwesende, Revinstide? Ja. Nein. Ich will. Dann sind Sie jetzt verheiratet. Ja! Okay. Herzlichen Glückwunsch, Spaß. Patrick. Alter. Ehre genommen, Patrick. Oh, schön. Ehre. Ja, wirklich, das sind die Ehre genommen. Moment, by the way, da steht alles Wichtige drin. Da steht gar nichts drin. Es war jetzt nicht die richtige Hochzeit, aber... Es war die Vorhochzeit. Ja. Akani, ich hab grad geheiratet. Akani, Alter. Ja. Ah, we did it. Clap in den Chat, Boys and Girls. Ja, ich hab geheiratet, Akani. Guck mal. Ja. Leck mein Gesicht. Genau. Hast du gut gemacht, Colin. Alter, Colin. Ich habe noch nie so eine schöne Rede gehört auch. Ich freu mich so auf eure richtige Feier und alles, wenn dann alle da sind. Oh mein Gott, Leute. So und jetzt kann Patrick kann es jetzt nicht mehr machen. Wir haben ihn ausgetrickst, Alter. Wir haben ihn komplett ausgetrickst. Haben wirklich hops genommen. Alter, Junge, das war so intelligent. Das war so klug, Mann. Und er hat nicht geschafft, das zu verhindern. Größter Loser der Welt. Deswegen nennt man uns auch Herr und Frau klug. Richtig, genau. Und Patrick Herr arschdumm. Richtig. So, komm, wir machen ja alles voller Blumen, Antonia. Wo ist eigentlich, Moment mal. Das Buffet! Wo ist denn die Buffet? Die Fetzer GmbH hatte eigentlich. Das stimmt! Leute, spendet so bitte bei G-Time in den Chat. Es tut mir leid, ich bin es normalerweise nicht so. Aber jetzt, der muss hier hinkommen mit Basti. Ja, Revi, was los? Ey, Basti, wir haben. Wo ist hier das Buffet, Alter? Hier ist nichts aufgebaut von der Fetzer GmbH. Ja, ich dachte, es wäre storniert. Nee, ich hab doch bezahlt für das kleine Buffet mindestens. Pavillon und so sollte doch hier stehen, habt ihr gesagt. Ja, Alge wurde doch geliefert. Ja, Alge, ich hab für den Pavillon bezahlt. Jetzt komm, Basti, jetzt mach jetzt hier nicht so ein, Alter. Ich bin doch nur der dumme Gehilfe von Basti, du bist groß und stark, Alter, du schaffst das. Wo ist denn hier das Essen von der Fetzer GmbH? Basti, ich muss dir was erzählen, ein Geheimnis. Wir haben gerade schon geheiratet, ne? Aber standesamtlich. Ihr habt schon geheiratet. Standesamtlich nur, damit Patrick die Hochzeit, wenn er aber sie kann gleich sprengt, sagen. Damit er nichts kaputt machen kann. Verstehst du? Sau clever, oder? Ja. Aber er kann die Party sprengen. Die Party? Ja. Patrick soll ins Maul halten, Alter. Ich hab Sonntag gestern noch gesagt, G-Time. Oh mein Gott. Okay, dann ist Kevin nicht dabei. Krass. Dann ist Kevin echt ein 31er. Wahnsinn. Ich weiß, dass Kevin wird bestimmt wieder rumschreien. Revi, nein! Du hast gesagt so und so. Und dann muss ich mich wieder erklären. Und so, oh, so nervig, Alter. Die Hochzeit nicht sprengt. Was? Oh, Rumatra, Alter. Gott, was, wenn ich dachte, ich verpasse meinen großen. Ich bin nur da, weil ich bei deinem besonderen Moment da sein will. Kevin, es tut mir leid mit dem Hin und Her, ne? G-Time? Bitte? Ich habe gestern nochmal gesagt, Sonntag doch. Habe ich gestern noch beim... Ganz ehrlich, gestern, Revi, gestern, wo es komplett durcheinander alles war. Ja, war dumm. Habe ich aber mehrfach erwähnt. Ist nicht so schlimm, Kevin, du bist jetzt da. Cool, dass du da bist, wirklich. Kevin, das billige Buffet, ja? Kriege ich das noch oder nicht? Hast du ja schon bekommen. Kevin. Aber also, gutes Buffet wäre schon wichtig. Also Leute, dieser Allmann-Kram muss jetzt hier mal aufhören, ja? Ich würde jetzt einfach... Du hast Alge gesagt. Also er hat jetzt gesagt, er will Wolle. Okay. Nein, halt! Ja, dann bringen wir dir die ins Haus. Hey, Jungs, jetzt mal bitte wirklich. Jetzt mal bitte wirklich. Ich hab doch jetzt... Du profitierst sogar jetzt von unserem exklusiven Haus-Service. Wolle. Ich will keine Wolle in mein Haus. Mein Gott! Hört doch jetzt endlich mal auf, ihr Psychopathen! Ich möchte doch nur in Ruhe meine Hochzeit feiern. Ich baue gerade ein Pavillon, bitte. Antonia, sag doch mal bitte was. Die machen alles kaputt. Wir hätten gern ein Pavillon mit Essen. mit gutem Essen. Ja, die Wollenlieferung ist in der Kathedrale schon angekommen. Nein! Mann, hör auf, die Kathedrale voller Wolle zu machen, du Autist! Basti! Du hast gesagt Wolle! Ich hab gesagt 10 Mal nein! Basti, hör auf damit. Was ne mach ja, das sowas Mann, nicht. Warum hast du mich nicht abgehalten, wenn du das nicht okay Basti, findest? Hör doch jetzt auf! So. Basti, hör auf! Also, sie wollen die Wollenlieferung nicht, Herr Revinstide. Ich bin gemordet in der Kirche. Soll ich die Wolle entfernen? Nein, das ist extrem unchristlich. What the fuck? Aua, es leckt alles. Ich soll kann so die nicht. Die Wolle entfernt werden. Ey, was ist mit Rumatra jetzt? Das wird jetzt abgeschossen. Ich entferne die Wolle, sie wollen die Wolllieferung nicht. Aber bezahlen müssen sie trotzdem. Mein was Gott! Was ist denn jetzt hier mit Petrit? Ist der auch zur Hochzeit eingeladen? Ich weiß überhaupt nicht, wer alles kommt. Ey, wir müssen Folgendes machen. Wir haben echt ein Problem, Mann. Der will die Kirche. Guck mal. Okay, passt auf. Ich meine das wirklich ernst. Lass uns doch jetzt mal zusammentun und gucken, dass jetzt hier nichts passiert. Ich baue hier vorne ein Pavillon. Wird mega schön. Wir haben eine richtig schöne Hochzeit. DJ kommt, alles Feuerzeug? Cool. Nein, die Kirche wird nicht angezündet. Holy ich bin der Mann des Volkes. Eine
meiner Hochzeit, Mann. Hör auf, mich zu nerven, bitte. Kurz vor der Hochzeit, alles immer stressig. Hat jemand eine Schere? Wie aufgeregter so als die Braut? Arkadi, jetzt nicht bellen. Ich bin gerade am Hochzeitsfeiern. Beim Boss Bowl Meet. Arkadi, nicht bellen, hab ich gesagt. Arkadi, hör auf. Arkadi, es wird nicht gebellt. Lass jetzt gut sein. Arkadi. Arkadi. Nein. Nein. Kevin, haben wir noch das Essen? Ich habe noch was anderes gefunden, was Besseres. Wir haben kein Essen. Problem. So, wo kann das Essen denn rein? Ach, hier vorne. Pavillon, guck mal hier. Auf die Teller. Direkt auf die Teller. Hier soll da was sein, angeblich. So, die Fettsack GmbH hat schon erstes, feinstes Essen geliefert. So, ich guck mal ganz was. Das dürfte nicht fehlen. Basti, eine Kiste mit Essen hier vorne vielleicht noch irgendwie. Komm, einmal was Vernünftiges zu essen. Bisschen Steak oder so, das haben wir doch drin, oder? Ist doch noch machbar. Eieieiei. Also, es wird, ich freue mich schon für euch beide. Es wird eine schöne Hochzeit. Das sieht schon echt schön aus. Sieht wirklich schön aus hier. Ist ganz toll. Hallo! Bei mir? Wer kommt mein noch? Mein Trauzeug ist da. Ich hab noch Platz für drei Leute. Spark, ich find's super sexuell, dass du hier bist, wirklich. Na ja, ich find's sogar hyper sexuell. Als, Hochzeitsgeschenk, aber echt jetzt? Oh. Alter, Spark, du bist echt ein süßer Mann. Danke sehr, dass Spark ist Verlass. Basti, Petrit fragt mich gerade, ob wir einen Wizard-Kopf haben. Ich hab jetzt noch einen, ich geb dem den, ja? Nein, Junge, bist du bescheuert? Warum denn? Ja, ich weil ich keine Hä, wir dürfen doch wohl teilen, oder? Bro, Pat, das wäre schon sehr assi. Kevin, dein Streamtitel ist sogar Revis Hochzeit eskalieren lassen. Mach das mal bitte nicht. Was? Da ist ein Creeper in der Kirche gespawnt anscheinend. Ich war gerade AFK. Nein. Moment, ist die Kirche. Okay, ich komme. Achtung, Hexe! Du arbeitest hier nicht, du dumme Sau! Du hast das Befehl nicht anzufassen, es ist noch nicht eröffnet. Verschwinde. Hier zwei Stück hinstellen. Ja, sehr schön. Hast du noch mehr? Krieg das hin, stopp, ich schaff das, ja. Boom, okay. Ein paar weitere Kuchen noch bitte hier vorne auf die Tische stellen. So, Kirche ist wieder repariert. So, hier so, passt es? Ja, ja. Ich bin nicht so gut da drin, deswegen musst du mir sagen. Guck mal, hier, was wir alles an Essen haben, schau mal. Alter, legendäres Essen. Hier, nimm mal, ich hab noch Gold für dich. Ich hab da noch Gold reingelegt. Guck mal. Ich muss mich jetzt ganz schnell um die Afterparty kümmern. Revi? Ja? Also ist das jetzt bei dir Real Talk gewesen gerade? Was? Dass wenn irgendwas mit der Kathedrale passiert, dass du wirklich quittest? Ich wäre ziemlich sauer auf jeden Fall. Ich wäre wirklich sauer, weil da stecken so viele Stunden Arbeit drin. Ja, ich will jetzt nur wissen, weil... Ich hab, also nur damit du Bescheid weißt, wenn das für die Kirche ist, habe ich gesagt, Petrit, kann ich das nicht unterstützen. Ich will nur wissen, ob ich mich darauf einstellen muss, dass auch wenn ich das nicht unterstütze und Petrit irgendeine andere Aktion bringt, ob das Projekt für dich heute hier endet. Ich kann es nicht absehen. Ich sage nur, dass die Gefahr besteht, ja. Aber jetzt Real Talk, kein RP. Nee. Real Talk. Weil ich habe hier so viel Zeit reingesteckt in das Ding. Das ist so riesig geworden, Alter. Guck mal, wann hatten wir Crafting jemals so eine große Kirche? Noch nie. Ey, noch 7 Minuten, dann geht's los, ne? Oh ja, ja. Antonia, die Zeit fliegt, ne? Ja, die Zeit geht irgendwie echt schnell rum. Ich habe auch richtig Bock, dir was am letzten Drücker reinzudrücken. Ups, der Vater hat mitgehört. Ist nicht schlimm, Herr Papa. Entschuldigung, was habe ich da gehört? Ich will ihre Tochter fashion. Das unterstützt aber mein Date. Das ist doch dieses Modezeug, oder? Genau, fashion. Finde ich super, machen Sie das gerne. Viel Spaß. Ja. Spark? Ist unfassbar. Jo. Hast du eine Glocke? Ding, 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 dong. Eine Hochzeitsglocke, Spark? Ja, habe ich. Bimmel, ding, ding. Petrit, moin, was geht? Alles nein. Gut bei dir? Nein! Hallo, Revi! Schattenwolf! Schattenwolf! Es geht los, wa? Kevin ja, und bitte. Basti, ihr guckt bitte, dass hier nichts passiert. Kevin, du bist Hausmeister. Ach, bist du denn Meister? Was bin ich denn jetzt, Hausmeister? Nein, bitte, Kevin, jetzt nicht. Security? Guckt ihr bitte, dass hier nichts passiert. Ja, Fabo, du bist auch so, du bist richtig breit, Fabo. Du gehst viel zum Sport und so. Wenn Petrit hier was kaputt macht, Fabo, du musst ihn umklatschen, okay? Du bist es wie. Und ich laufe halt vorne weg als Blumenmädchen. Ja, ja. Ich darf Lift noch nicht sehen. Leute, es geht los. Hochzeit. Das ist nämlich der Darmstau. Ich bin on my way. Bin ich aufgeregt, Mann. Ich bin da. Leute, die. Ich darf mich nicht sehen. Es kann losgehen. Okay, es geht los. Ja, der Trauzeuge muss ja hier stehen, ne? Warum, Mann? Ich bin so aufgeregt. Geht's los? Romatra? Kommen Sie hinein. Was ist? Ich komme jetzt rein, okay? Welch schönes Outfit. Ja, hi Leute. Romatra, das ist gut. Wo stehen wir heiraten gerade? Romatra. Das erste Mal. Ruhe. Ich bin hallo, froh, dass wir nun alle hier versammelt sind. Liebes Brautpaar, Sie sind in dieser entscheidenden Stunde Ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die in Ihrer Nähe stehen.
Und sie stehen, wo ist die Toilette? Sie dürfen die Gewissheit haben, dass sie mit unserer Gemeinde und mit allen Minecraft-Spielern in der Gemeinschaft der Kirche verbunden sind. Zugleich sollen sie wissen, Notch ist bei ihnen. Er ist der Notch ihres Lebens und ihrer Liebe. Er heiligt ihre Liebe und vereint sie zu einem untrennbaren Lebensbund. Ich bitte sie zuvor, öffentlich zu bekunden, dass sie zu dieser minecraftlichen Ehe entschlossen sind. Revinzeit, ich frage dich, sind sie hierher gekommen? Reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit ihrer Braut, Reeves, den Bund der Ehe zu schließen. Ja, ich will. Wollen sie ihre Frau lieben und achten und ihre Treue halten, alle Tage ihres Lebens? Das ist so unangenehm, Leute. Ich bin dran. Revi ist noch dran. Ja, ich will. Haufen, Freunde. Reeves, ich frage sie, sind sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit ihrem Bräutigam Revinzeit den Bund der Ehe zu schließen? Auf jetzt. Ja, ich will. Wollen sie ihren Mann lieben und achten und ihm die Treue Alter! Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? War das ein Ja oder wie? Alter! Ja, wurde gut gesprochen! Alter! Damit verloren! Alter, das ist nämlich eine Bombenhochzeit! Alter, was soll die? Ey, Patrick! Muss mich gar nicht so anschneiden! Ey, das war doch Broken Sams, oder? Okay, Patrick, ich werde dich jetzt so sehr handeln, dass du nie wieder so ein Projekt Spaß haben wirst, Digga. Warum? Verpiss dich mit deinem übersteuerten Mistmikrofon. Verpiss dich aus der Stadt, Alter. Alle im Projekt hassen dich. Sie hassen dich als Mensch. Hau ab. Hör auf, es ist persönlich zu werden. Ich hab da keinen Bock drauf. Patrick, ich möchte eins sagen. Ich hasse dich nicht als Mensch. Ich respektiere dich. Alter, so unnötig, Mann. Mann, Ehering. Wir ziehen das jetzt durch. Bring die Ringe. Ich hab meinen Ring. Kevin hat meinen Ring. Dankeschön. Ja, ich hab dir die Ringe gegeben. Hier hast du die Ringe. Was? Das ist mein Ring? Ja, Kevin. Das ist dieser andere Ring. Kevin, jetzt küssen Sie die Braut, bitte. Okay. Seid ihr aber noch nicht zufrieden mit dem? Antonia! Antonia, nein! Von wo? Wer war das denn schon wieder? War Kadin. Ja, ey, Digga, das ist doch nicht. Ich hab nur einmal geschossen. Keine Sorge. Wir gehen jetzt draußen die Feier machen. Wir haben geheiratet, es ist alles passiert. Möchtest du eine Karotte? Wir müssen einmal durchs Brautfeld laufen. Egal, was passiert, Reef, komm her. Wir läuten zusammen die Hochzeitsglocke. Patrick wird uns nicht davon abhalten. Alter Junge, das ist so unnötig, Mann. Mit dem Blumenmädchen zusammen. Oh, ich liebe das Blumenmädchen. Auf das habe ich schon früher ein Auge geworfen. Ich connecte. Jetzt ist die Frage, Fabo, was muss ich dir geben, dass du Patrick den Rest des Projektes komplett die ganze Zeit abhältst? Ich garantiere dir die nächsten, ich garantiere die nächsten 3 Raids von meinen Streams. Ich habe gerade 26.000 Zuschauer. Überlegst dir es, Fabo. Überlebst dir. Du machst dein Haus kaputt, verbrennst deine Sachen, alles, Fabo. So, mir reicht es. Ich esse es. Zeig, was du kannst. Komm, Fabo. Und jetzt lauf. Bring ihn um. Los, komm, du bist PvP-Fabo, Digga. Denk an die Promo. Hier, Damage-Schrank. Werf ihn in ihrem Kopf und schlag ihn kaputt. Komm her, Antonia. 1, 2, 3. Was ist denn jetzt hier mit dem Kuchen? Hallo? So, jetzt gehen wir raus und feiern wir. Erstmal laufen wir durchs Blumenfeld. Einmal durchs Blumenfeld. Ordentlich feiern, ordentlich saufen. Was ist denn mit der Hochzeitstorte? So, jetzt setzen wir uns erstmal hin und erstmal jetzt hinsetzen. Wir essen erstmal was. Hinsetzen und jetzt hier, komm, essen. So, setzt euch alle hin. Guten Mann, Appetit. Hier. Wir lassen es vom Pet mit dem Opfer nichts kaputt machen. Das ist das Unangenehmste, ist das nicht schön? Was mir passiert ist. Ja, mir auch. Und jetzt mal alle ihre Teller rotieren lassen und aufessen. Warum ist das eigentlich heute so? Ja, so schmeckt die Cringe-Hochzeit. Und lecker und weg ist es gegessen. Wie findest du eigentlich mein Hochzeitsoutfit, Revi? Oh, Revi, du siehst so sexuell aus, Mann. Ich hab so Bock auf dich, Alter. Warum denn? So, dann gehen wir jetzt alle rüber in die Disco, würde ich sagen. Alter! Da gibt's Techno. Junge, mit Lasern. Mit Lasern. Zwei und los. Straight einfach rein, Alter. Ist mir völlig egal. Ich bin noch nicht in der Disco. Alter, ich hab 10 FPS. Sind wir schon drin? Leck Disco! Ich mach einen Geek. Romato, ich mach einen Geek. Put your hands up! Oh, ja, geil! Ich bin der DJ, der mit Steinen schmeißt. Ey, das war eine richtig schöne Hochzeit. Abgesehen von der Explosion hat es echt Spaß gemacht. Wirklich. Ich hab das eher nicht.
Raid? Hier sind Raid. Hier sind. Ein Raid. Nee, du hast aber schon die Lytra, du brauchst ja keine mehr. Ja! Revi hat 100 Euro bekommen! Oh mein Gott, Revi, sofort donaten aber jetzt. Okay, Fabo, das nächste Mal gilt, es gilt dafür, wenn du mit Rüstung killst, ne? Rüstung und alles weg von ihm, alles weg. Alter, das war so eine schöne Hochzeit. Kevin, du hast den Mann umgebracht. Kevin. Alter, Kevin, muss das sein? Schattenwolf! Alles klar. Ich hab da auch noch ein Geschenk für dich, ne? Oh, Spark, warte, oh mein Gott, Spark, deine beruhigende Stimme tönt mich immer so an. Alter, mit... Oh, hast du Raketen? Oh, baby, let's go. Okay, Leute, erstmal einen Siegesflug um die ganze Map machen, weil wir Patrick mal wieder geschlagen haben. Eben hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass es wieder eskaliert, so. Ich auch nicht, ich hab gedacht, das wird alles normal. Die ganze hätte ich auch gedacht, einfach ohne Explosion und so, Leute. Eine Hochzeit. Schaut's euch an, Alter. Aber ich find's so auch viel besser. Das ist. Das hast du für mich. Kannst du dann so sagen. Okay, Kevin, du hast alles verpasst. Oh, nee, ich frag nur, weil dann geh ich gleich hier mit dem Romatra wahrscheinlich wieder Terraria spielen, ne, Romatra? Ja, Terraria hab ich übel Bock. Ich hab den Spielgefährten für Arcani mitgebracht. OP. Ja, so, kannst du mit hochbringen? Alter. Oh mein Gott, Leute. OP. Wir haben einen weißen Fuchs. Schützt den gut, Revi. Ich hab ein ganz dumpfes Gefühl bei der Sache jetzt. Alter, das ist OP. P-Arcani. Ja, geiles Geschenk. Dankeschön, Spark. Und dankeschön auch Kevin für die Elytrin. Danke. Das ist nur eine gewesen, Elytra. Okay, Leute, ich bin an der Stelle offline. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen sind Flitterwochen. Und Spark, riesiges Dankeschön auch an dich, ne? Ja, Julian. Und wir sehen uns morgen, meine Freunde. Mach's gut, morgen sind Flitterwochen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao, Leute. Bis morgen. Ciao.